Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, sagt ein bekanntes Sprichwort. Im Falle der Zubringerbahnen in der Ski- und Wandergebiet Pizol in der Ostschweiz trifft das allerdings nicht so ganz zu. Denn in diesem Fall durfte sich am Ende kein Dritter, sondern die beiden Streithähne selbst freuen. Die Geschichte, wie es dazu kommt, erzählt dieses Video. Die eine Hälfte des Ergebnisses in Form einer Kabinenbahn fällt jedenfalls unweigerlich ins Auge, wenn man die Ortschaft Wilterswangs ansteuert. Unweit der Autobahnverzweigung Sarganserland liegt die Gemeinde am Westhang des Rheintals, das an dieser Stelle eine markante Biegung nach Norden macht. Schon seit jeher liegt Wangs daher in einer verkehrstechnisch bedeutenden Region. Wenig erstaunlich profitiert die Gegend daher schon früh vom aufstrebenden Tourismus, sodass unterhalb des markanten Pizol-Gipfels bereits in den 1950er Jahren ein Skigebiet entsteht. Seither geht es von Wangs in rund 500 Metern über dem Meer über eine lange Strecke hinauf bis nach Furt. Seit dem Jahr 2009 übernimmt eine kuppelbare Kabinenbahn der Firma Leitner den Transport der Fahrgäste. Die moderne Anlage ist im Winter aufgrund ihrer eingeschränkten Höhenlage in erster Linie ein Zubringer. Auf dem zweiten Abschnitt bedient sie aber auch eine Piste für Wiederholungsfahrten. Ziemlich exakt in der Streckenmitte fahren die Kabinen in die Zwischenstation Mayenberg ein, die bei der Berg- und Talfahrt einen Aus- und Zustieg ermöglicht. Technisch gesehen liegt allerdings keine Sektionentrennung vor, da das Förderseil durch die Station hindurchläuft und somit nur eine einzige Seilschlaufe auf der knapp 3,2 Kilometer langen Strecke zum Einsatz kommt. Damit unterscheidet sich die Anlage von ihren beiden Vorgängergenerationen, die an dieser Stelle Zeit ihres Lebens eine Sektionstrennung aufweisen. Die erste Anlage an dieser Stelle nimmt bereits im Jahr 1954 den Betrieb auf. Es ist ein ausgesprochen ausgefallenes Modell, denn es handelt sich bei der Bahn um eine Kleinkabinenumlaufbahn nach dem Kuppelsystem Reusner, das von der Maschinenfabrik Oehler in Lizenz genutzt wird. Bei dieser kuriosen Bauweise sind am Förderseil in festen Abständen Mitnehmer fixiert, an denen die Kabinen bei der Stationsausfahrt eingehängt und bei der Einfahrt wieder getrennt werden. Ein pannenanfälliges System, das in den 50er Jahren zwar mit der französischen Firma Ablevage noch einen weiteren Abnehmer findet, sich aber letztlich nicht durchsetzen kann. Die heutige Kabinenbahn von Leitner kuppelt dagegen ganz konventionell mit einer Spiralfederklemme. Für die komplette Strecke benötigt sie auch bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde nicht weniger als 12,5 Minuten. Bis die knapp 1000 Höhenmeter überwunden sind, vergeht also eine ganze Weile. Ein Glück, dass sich das Panorama auf den Talboden sehen lassen kann. Vergleichbare Tiefblicke bieten sich in der Schweiz sonst nur in den Skigebieten im Rhonetal. Angetrieben wird die Bahn dabei von der Bergstation aus, während sich die hydraulische Abspannung im Tal befindet. 54 Kabinen der Firma Sigma sorgen dafür, dass die Anlage stündlich 1200 Personen je Richtung befördern kann. Kein Rekordwert, doch die Kapazität ist dem Besucherandrang angemessen. Ihren Vorgänger lässt sie damit ohnehin deutlich hinter sich. Die kuriose Oehler Kabinenbahn hat letztlich kein allzu langes Leben und weicht 1975 einer modernen Einseilumlaufbahn aus dem Hause von Roll. Der Berner Seilbahnpionier setzt seinerzeit auf das hauseigene VR-102-System, das durch weitere Lizenznehmer in den Alpen und in der ganzen Welt Verbreitung findet.
Während über drei Jahrzehnten sind die kleinen roten vierplätzigen Kabinen das Markenzeichen von Wangs. 2009 ist dann allerdings endgültig Schluss, woraufhin die heutige dritte Generation auf dieser Strecke übernimmt. Die VR 102 ist damals neben einer weiteren Anlage in Saas-Fee die letzte original erhaltene aus dieser Baureihe in der Schweiz. In Teilen wird die Bahn wenige Jahre später in Argentinien wieder aufgebaut. Dass es aber überhaupt zu diesem Ersatz kommt, ist nach der Jahrtausendwende kein Selbstläufer. Das Skigebiet am Pizol hat einen äußerst ungewöhnlichen Aufbau. Neben der Seilbahnkette von Wangs in vier Sektionen existiert daneben noch eine weitere Achse in drei Sektionen von Bad Ragaz auf die Hochebene unterhalb des namensgebenden Gipfels. Auch dort steht seinerzeit ein Ersatz der noch original aus den 1950er Jahren erhaltenen Zubringerbahn an. Zwei lange Zubringerbahnen in ein vergleichsweise kleines Skigebiet sind eigentlich nicht wirtschaftlich. Wangs und Bad Ragaz können sich aber nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen. Zu wichtig ist den beiden Ortschaften eine eigene Anbindung an das Skigebiet. Weil der Kanton aber nur einen neuen Zubringer unterstützen will, steht zwischenzeitlich sogar eine Stilllegung des Skigebiets im Raum. Letztlich gelingt es dann aber doch, genügend Geld für zwei neue Zubringer aufzutreiben. 2007 erhält Bad Ragaz sein Exemplar, zwei Jahre später darauf dann Wangs in Form der neuen Leitner Kabinenbahn. Eine Anlage, die somit nicht nur mit ihrer Zwischenstation und der langen Strecke aus technischer Sicht begeistern kann, sondern auch eine einmalige Historie besitzt. Ebenso kurios, alle drei Generationen sind heute noch in Teilen als Seilbahnen im Einsatz. Denn nicht nur die VR 102 wird in Argentinien wieder aufgestellt, sondern auch die Stützen der Öhler-Seilbahn finden nach deren Abbau wieder Verwendung. Die Firma Bartolet setzt sie bei Kleinpendelbahnen nicht weit entfernt in Frümsen, Mels und Flums ein. Die beiden letzteren sind noch immer in Betrieb.